Ja, also wir wissen jetzt, welche Formeln die Funktionswerte, die Ableitung und die Krümmung erfüllen müssen, damit sie zu einem kubischen Spline gehören. Und wir wissen, wenn wir die alle kennen, also all diese 3 n plus 3 Werte kennen, dann kriegen wir den kubischen Spline daraus eindeutig raus. Was uns noch fehlt ist, wie kriegen wir das Ding wirklich praktisch berechnet und gibt es diesen kubischen Spline überhaupt? Also wie können wir beweisen, dass wir wirklich, ja, dass wir einen kubischen Spline auf die Art und Weise wirklich finden, immer finden können? Wir machen es nur für den natürlichen kubischen Spline. Also wenn wir uns Werte vorgeben, n plus 1 Interpolationswerte durchgeben, finden wir dann immer ein stückweise kubisches Polynom, insgesamt C2, was links und rechts Krümmung 0 hat, sind n plus 1 Gleichungen für sind n plus 3 Gleichungen, n plus 1 Interpolationsbedingungen plus 2 Bedingungen an die Krümmung, also n plus 3 lineare Gleichungen an die Funktion, die ich gerne hätte in einem n plus 3-dimensionalen Vektorraum. Also ich habe eine Chance auf eindeutige Lösbarkeit, aber ja, wir müssten uns auch überlegen, haben wir die tatsächlich, ist diese lineare, die zugehörige lineare Abbildung tatsächlich invertierbar, das zugehörige lineare Gleichungssystem tatsächlich eindeutig lösbar. Wir machen das Ganze konstruktiv, so dass wir auch gleich eine Methode haben, die man auch so implementieren könnte, um den Spline zu finden. Und dafür gucken wir uns nochmal diese beiden Gleichungen an, die hier unten stehen. In den beiden Gleichungen stehen drin, also die verknüpfen uns die SIs mit den SI-Strichs und den Gamma-Is. Die SIs sind das, was wir kennen. Wenn wir die SI-Strichs und die Gamma-Is auch noch kennen würden, dann würden wir den kubischen Spline kriegen. Das heißt, wir probieren diese Gleichungen, die hier stehen, nach den SI-Strich und nach den Gamma-Is aufzulösen. Und ich würde Sie so ein bisschen Handwaving motivieren und dann die fertige Formel vom Himmel fallen lassen und die beweisen. Wenn Sie sich die erste Gleichung angucken, dann steckt in der ersten Gleichung, bringen wir das, was wir kennen, auf eine Seite, dann wissen Sie durch die erste Gleichung, wissen Sie was über SI und SI plus 1, nämlich SI minus SI plus 1 kriegen Sie damit in Verbindung gesetzt mit SI-Strich, den Gamma I plus 1 und den Gamma-Is. Das heißt, da stecken zwei aufeinanderfolgende Gamma-Is drin. Die SI-Strichs können Sie ersetzen durch die zweite Gleichung durch SI plus 1-Strich zusammen mit den Gammas. Das heißt, auf die Idee, auf die man kommen könnte, wäre, wir vergleichen SI minus SI plus 1 mit SI minus SI minus 1. Dann haben wir entsprechend in der ersten Gleichung einmal SI-Strich drin und einmal SI minus 1 drin. Ich glaube, ich vergleiche SI mit SI plus 1 und SI plus 1 mit SI plus 2. Ich gucke gerade mal, damit ich mit der Notation genauso bin. Nee, SI plus 1 minus SI und SI minus SI minus 1 vergleiche ich entsprechend. Dann habe ich also einmal in der ersten Gleichung SI-Strich drin und ich habe was mit SI minus 1-Strich drin. SI-Strich und SI minus 1-Strich kriege ich aber entsprechend aus der zweiten Gleichung, was darüber hinaus, was SI-Strich minus SI minus 1-Strich ist. Das heißt, alles, was übrig bleibt, sind Formeln mit den Gamma-Is drin. Das heißt, auf die Art und Weise kriege ich aus den ersten beiden Gleichungen die SI-Strichs eliminiert und kriege eine Formel raus, wo nur die SIs und die Gamma-Is drinstehen. Und die werden wir nutzen, damit die Gamma-Is berechnen. Und wenn wir die Gamma-Is haben, die SI-Strich berechnen. Und wenn wir Gamma-Is, SI-Strich und SIs haben, dann können wir entsprechend mit unserer Formel Sternchen das ganze S berechnen. Und was dabei automatisch mit rauskommen wird, ist, dass wir auch eindeutige Lösbarkeit haben für dieses Spline-Problem. Also Satz 5, 6 fassen wir das Ganze zusammen. Satz 5, 6, erst nur für den interpolierenden natürlichen kubischen Spline angenommen. Wir haben irgendwelche Werte gegeben, also seien SI, NR, n plus 1 Werte gegeben, i gleich 0 bis m. Und das Gitter, wie vorher, den ganzen Abschnitt Delta ist das Gitter aus n plus 1 Punkten, wo nicht zwei Punkte die gleichen sind, also x0, x1 bis xm und jeweils entsprechend aufsteigend angeordnet. Dann ist die Aussage des Satzes, dann existiert genau ein diese Werte interpolierender natürlicher kubischer Spline. Also das heißt, es gibt genau ein S in S Delta 3, das erfüllt S von xi gleich si. In den Gitterpunkten haben wir die vorgegebenen Werte und das außerdem erfüllt für i gleich 0 bis m und das außerdem erfüllt, ja, dass es global C2 ist, das steckt in S Delta 3 drin, das ist ein stückweise Polynom von K3 ist, steckt in S Delta 3 drin und was es eben ebenfalls noch erfüllt,
sind die beiden natürlichen Bedingungen am Rand, Krümmung links und Krümmung rechts. S2', ganz links und ganz rechts, gleich 0. Ja, und man kann das Ding auch explizit hinschreiben. Es ist nämlich gegeben durch die explizite Formel, die wir schon kennen. Unsere Formel Sternchen. Ich schreibe sie nicht nochmal hin, Sie haben sie noch vor Augen. Da hatten wir diese explizite Formel, wie wir S ausrechnen können, wenn wir SI' und Gamma I kennen. SI kennen wir von entsprechend den Werten, durch die das Ding durchgehen soll. Wie kriegen wir das SI' und das Gamma I raus? Wobei, ja, zwei Werte sind schon einfach. Gamma 0 ist gleich 0. Gamma M ist gleich 0, weil Krümmung ganz links und Krümmung ganz rechts soll ja gleich 0 sein. Also wenn wir den natürlichen kubischen Spline haben wollen, dann kennen wir Gamma 0 und Gamma M immerhin schon. Was uns noch fehlt, sind also die anderen Werte für Gamma, die restlichen Krümmungen an den inneren Punkten und die Steigung an allen Punkten. Die muss ich noch kennen, damit durch Sternchen entsprechend ich meine abschnittsweise definierte Funktion habe. Das heißt, ich muss noch sagen, was macht die anderen Werte Gamma? Und die anderen Werte Gamma, die sehen gerade so aus, dass Gamma 1 bis Gamma M minus 1 lösen das folgende Gleichungssystem. Wir haben auf der Diagonale 2H1 plus H2, 2H2 plus H3, wiederum HI ist XI plus 1 minus XI. Und so weiter bis hm minus 1 plus hm, also m minus 1 Diagonaleinträge. Auf der Nebendiagonale hier haben wir stehen h2, hier haben wir stehen h2, dann hier entsprechend h3, hier entsprechend h3 und so weiter bis hier hm minus 1, hm minus 1. Und ansonsten stehen da überall Nullen, also eine Tridiagonalmatrix mit, das ist noch, da fehlt eine 2, mit einer Diagonale und Nebendiagonale, die wir einfach aus dem Abstand der Gitterpunkte berechnen können. Mit dieser Matrix lösen wir ein Gleichungssystem Gamma 1, Gamma 2, Gamma M minus 1 und ein Sechstel brauche ich noch. Und das, was da rauskommt, wird eine gewisse rechte Seite sein, D1, D2 und so weiter bis DM-1. Und jetzt muss ich noch sagen, was sind die Ds? Die Ds sind noch ein Wobei. Die Ds gegeben sind durch SI plus 1. Minus SI geteilt durch HI plus 1 minus SI minus SI minus 1 geteilt durch HI für I gleich 1 bis M minus 1. Also wenn Sie die SIs kennen wir, die XIs kennen wir, das heißt wir kennen die HIs und die SIs. Die SIs sind unsere Punkte, durch die wir durchgehen wollen. Die HIs sind die Abstände zweier benachbarter Gitterpunkte. Das heißt aus den SIs und den HIs können wir diese DIs ausrechnen. Wenn wir die DIs kennen, können wir die rechte Seite von diesem Gleichungssystem ausrechnen. Dann lösen wir das Gleichungssystem, dann kriegen wir die Gamma-Is raus. Jetzt kennen wir also alle Gamma-Is, wenn das geht. Wir kennen alle SIs. Was noch fehlt, sind die SI', damit unsere Formel Stern funktioniert. Das heißt, das Letzte, was uns noch fehlt, ist, wie kriegen wir die SI' raus? Die SI', die kriegen wir dadurch raus, ja, aus dieser einen Formel, die wir gerade hergeleitet hatten. SI minus SI minus 1 geteilt durch HI plus Gamma I minus 1 HI Sechstel plus Gamma I HI Drittel I gleich 1 bis M. Das heißt also auf die Art und Weise, so können Sie es direkt implementieren. Sie kennen die SIs, Sie kennen die HIs, damit kriegen Sie entsprechend die DIs raus, damit kriegen Sie die Gamma-Is raus, damit kriegen Sie die SI' raus und dann wissen Sie auf jedem kleinen Intervallstückchen, wie Ihr entsprechender kubischer Spline aussieht. Jetzt könnte es sein, dass sich die Katze im Kreis
dreht, weil wir haben gesagt, wir haben ein lineares Gleichungssystem, von dem wir nicht wissen, ob es lösbar ist. Wir haben m+3 Dimensionen im Raum der kubischen Splines, wir haben m+3 lineare Gleichungen und wir möchten entsprechend gerne wissen, wie kriegen wir das, also die könnten wir auch einfach hinschreiben, die Gleichung, und probieren das zu lösen, würden wir auch rauskriegen, ist entweder lösbar oder ist nicht lösbar. Nehmen wir sowas wie LR-Zerlegung, das sagt Ihnen auch gleich, ob das Gleichungssystem lösbar war. Jetzt sagen wir können dieses Gleichungssystem lösen, wenn wir dieses Gleichungssystem, was hier steht, lösen können. Das Schöne ist, das Gleichungssystem, was wir hier stehen haben, was wir für die Gamma-Is zu lösen haben, da sehen wir sofort, dass es eindeutig lösbar ist. Denn die Gleichung, die Matrix, die da steht, die ist offensichtlich diagonal dominant. Denn was da auf der Diagonale steht, 2 mal H2 plus H3, ist ja gerade mehr als H2 und H3, wenn wir den Rest der Zeile aufaddieren, sogar das Doppelte davon. Das heißt, die Matrix, die hier steht, die ist strikt diagonal dominant. Das heißt, das Gleichungssystem, was hier steht, das ist immer eindeutig lösbar. Das heißt, die Gamma 1 bis Gamma m minus 1 lösen das eindeutig lösbare LGS, was wie folgt aussieht. Das heißt, unsere theoretische Frage, die noch im Raum stand, ist das Ding, gibt es diesen kubischen Spline denn überhaupt, ist damit konstruktiv beantwortet, denn wir können ihn tatsächlich hinschreiben. Wir müssen zwar bei der Konstruktion noch ein lineares Gleichungssystem lösen, aber bei dem linearen Gleichungssystem sind wir sicher, dass es eindeutig lösbar ist, einfach wegen der Diagonaldominanz. Und wenn wir das gelöst haben, kriegen wir die Gamma Is, damit kriegen wir entsprechend die SI-Strichs und dann haben wir unseren kubischen Spline. Ja, beweisen wir noch, dass das tatsächlich gilt? Also Beweis. Erstmal klar, LGS für die Gammas ist eindeutig lösbar. Da diagonaldominant, strikt diagonaldominant. Das war Satz 3,7, da hatten wir bewiesen, dass strikt diagonaldominante Matrizen immer eindeutig, immer invertierbar sind. Ja, jetzt müssen wir beweisen, zwei Richtungen. Wir müssen beweisen, wenn wir einen Spline haben, dann gibt es nicht noch einen Spline und wir müssen zeigen, es gibt tatsächlich immer einen Spline. Ich zeige mit der Richtung an, die erstmal die uninteressantere scheint, nämlich dass der Spline eindeutig ist. Also wenn er existiert, dann gibt es keinen zweiten, der das Gleiche erfüllt. Das ist ja an der Stelle noch nicht klar. Es könnte ja durchaus sein, dass Sie einen natürlichen interpolierenden Spline haben, also geht durch alle Punkte durch, hat entsprechend Krümmung gleich 0 links und rechts und vielleicht gibt es noch einen Spline, der auch durch alle Punkte durchgeht und auch zweite Ableitung gleich 0 links und rechts hat und die aber nicht beide identisch sind. Das könnte durchaus sein. Wir haben diese Injektivität, die haben wir erst dann, wenn wir auch die Krümmung und die Ableitung festgelegt haben von dem kubischen Spline. Also wir wissen, wenn diese beiden Splines, die beide die Interpolationsbedingungen erfüllen, beide natürlich sind, wenn die beide auch noch dieselben Ableitungen und selben Krümmungen hätten in allen inneren Punkten, dann müsste es auch der gleiche Spline sein, weil dann sagt uns unsere Formel Stern, wie es aussieht. Aber das könnte ja noch sein, dass die zwischendurch andere Ableitungen haben oder andere Krümmungen haben. Wie können wir das zeigen, die Eindeutigkeit? Nun, wir können das dadurch zeigen, dass wir sagen, also wir haben ja die Behauptung, dass wir unseren Spline auf die Art und Weise konstruiert bekommen. Das heißt, wenn wir uns zeigen, wenn wir starten mit einem Spline, nehmen uns entsprechend die Funktionsauswertung, rechnen dann aus den Funktionsauswertungen, so wie im Satz beschrieben, die Gammas und die SI-Strichs aus und es kommt dann wieder der ursprüngliche Spline dabei raus, dann haben wir damit automatisch gezeigt, dass es keine zwei interpolierenden Splines geben kann. Denn aus den Funktionsauswertungen haben wir damit ja gezeigt, dass aus den Funktionsauswertungen der Spline eindeutig definiert ist. Also das heißt, wir starten mit einem Spline, sei S in S Delta 3, ein kubischer Spline. Das heißt, der soll erfüllen SI gleich S von XI und er soll erfüllen S2' von XI gleich 0, links und rechts, also MX0 und an XM. Ja, nehmen die übliche Notation, also wir haben den Spline, jetzt nennen wir SI' gleich S' von XI und wir nennen Gamma I' gleich S2' von XI. I gleich 0 bis M. Was wir jetzt beweisen werden, ist, dass die Gamma-Is und die SI-Strich tatsächlich die Gleichungen erfüllen, die wir gerade in dem Satz
behauptet haben, denn wenn wir das gezeigt haben, dann wissen wir, dass die Gamma-Is und die S-Is, die wissen, ist eindeutig lösbares Gleichungssystem aus dem Satz. Das heißt, die Gamma-Is und die S-Is sind dann eindeutig festgelegt aus unseren Werten für SI. Also rechnen wir das einfach nach. Wir müssen nachrechnen, dass diese Formeln gelten. Umgekehrt, wenn Sie es herleiten, spielen Sie mit den Formeln aus dem letzten Lemma rum, mit SI minus SI plus 1 und SI plus 1 minus SI, nutzen aus, dass Sie mit der anderen Gleichung SI' durch SI plus 1' ersetzen können und eliminieren sich damit die SI' aus den Gleichungen raus. Dann kriegen Sie gerade dieses Gleichungssystem für die Gammas raus. Zum Nachrechnen können wir es einfach einsetzen. Also wir setzen entsprechend ein SI plus 1 minus SI geteilt durch HI plus 1 minus SI minus SI minus 1 geteilt durch HI. Das war ja gerade das, was wir DI genannt hatten in unserem Satz. Also die DIs, die, wenn wir die ausrechnen mit den SI plus mit den tatsächlichen Werten des kubischen Splines, dann käme gerade raus. Ja, wir wissen, die SIs sind, da muss man den Überblick über die Logik behalten, wir wissen jetzt in dem Fall, dass wir sagen, wir sind schon mit einem Spline gestartet und wir reden hier über die Auswertung eines echten existierenden kubischen Splines. Bei dem wissen wir, das Lemma von davor gilt, wenn wir einen Spline haben, dann erfüllen seine Werte und seine Ableitungen und seine Krümmung entsprechend die beiden Formeln aus Lemma 5.5b. Das heißt, hier dürfen wir Lemma 5.5b und die beiden Gleichungen benutzen. Also hier können wir Lemma 5.5b benutzen. Und Lemma 5.5b sagt uns, ich blende es Ihnen nicht ein, sonst wird es hier zu voll und Sie können entsprechend einfach zurückblättern. Lemma 5.5b gibt mir ja etwas über SI und SI plus 1. Das kriege ich sofort aufgelöst in SI plus 1 minus SI. SI plus 1 minus SI wäre entsprechend all das, das, was hinter SI plus 1 steht, auf die andere Seite gebracht, ändert mir das Vorzeichen noch durch HI plus 1 geteilt, dann habe ich also entsprechend SI plus 1 Strich und ich habe minus 1 Drittel Gamma I plus 1 HI plus 1, eine Potenz weg, weil ich durch HI geteilt habe und ich habe minus 1 Sechstel Gamma I HI plus 1, das wäre also der erste Quotient, SI plus 1 minus SI durch HI plus 1 und jetzt noch SI minus SI minus 1 geteilt durch HI wäre derselbe Ausdruck, der hier steht, nur entsprechend mit I minus 1 statt mit I. Das heißt, wir hätten an der Stelle hier SI Strich minus 1 Drittel Gamma I HI und minus 1 Sechstel Gamma I minus 1 HI und das ist der zweite Quotient, der wird entsprechend davon abgezogen. Ja, da steckt also drin nur noch die Gammas, das könnte also schon fast unser lineares Gleichungssystem für die Gammas, es steckt aber auch noch drin SI plus 1 Strich minus SI Strich und SI plus 1 Strich minus SI Strich kriege ich aus der zweiten Formel von Lemma 5.5b eliminiert, also nochmal Lemma 5.5b verwendet, das sieht blöd aus so, nochmal Lemma 5.5b verwendet, diesmal die zweite Formel aus Lemma 5.5b. Das sagt mir, SI plus 1 Strich minus SI Strich ist entsprechend dieser beiden Ausdrücke, die das Gamma mit enthalten. Da hätte ich also dann gerade 1 halb Gamma I plus 1 HI plus 1 plus 1 halb Gamma I HI plus 1. Ja, also das wäre SI plus 1 Strich minus SI und das ganze andere Zeugs, was hier noch steht, muss ich entsprechend auch nochmal mit abschreiben. Also habe ich hier minus 1 Drittel Gamma I plus 1 HI plus 1 minus 1 Sechstel Gamma I HI plus 1 und unten mit der Minusklammer plus 1 Drittel Gamma I HI und plus 1 Sechstel Gamma I minus 1 HI. Ja, und jetzt fassen wir alles zusammen, was hier steht. Dann sehen wir entsprechend, da könnten wir, das doch mal lege ich Ihnen auf den Screenshot.
Ja, und jetzt können wir entsprechend diese ganzen Gamma-I-HI-Terme zusammenfassen. Der Screenshot ist für Sie eine gute Idee, damit Sie es noch sehen, aber ich sehe es da so klein, dass ich in der Formel das nicht mehr sehe. Und da ich die Zwischenergebnisse im Skript nicht aufgeschrieben habe, würde ich mir den nochmal wegmachen und gehe doch auf die Folie davor. Also, was haben wir hier alles? Wir haben, fangen wir mit den, sortieren wir das nach den Gamma-Potenzen. Wir haben in der Gamma-I-1-Potenz haben wir entsprechend ein Sechstel Gamma-I-1. HI. Ich würde jetzt hin und her springen und ein Stück nacheinander die entsprechenden Terme abschreiben. Also dieser Term hier ist der einzige, der das Gamma I minus 1 enthält, wäre also ein Sechstel Gamma I minus 1 HI. Ein Sechstel Gamma I minus 1 HI, also ein Sechstel Gamma I minus 1 HI ist der einzige Term, in dem das Gamma I minus 1 mit drin steht. Dann haben wir den einzigen Term, wo Gamma I plus 1 drin steht. Der einzige Term, wo Gamma I plus 1 drin steht, ist dieser hier. Nee, es ist nicht der einzige Term. Hier haben wir einen Term mit Gamma I plus 1, HI plus 1. Hier haben wir einen Term minus ein Drittel Gamma I plus 1, HI plus 1. Bleibt also übrig nochmal ein Sechstel Gamma I plus 1, HI plus 1. Das heißt, wir hätten hier entsprechend mit drin stehen HI plus 1, Gamma I plus 1 mit einem Sechstel davor. Und wir haben die restlichen Terme. Bei den restlichen Termen habe ich ein halb Gamma I HI plus 1 minus ein Sechstel Gamma I HI plus 1, bleibt also ein Drittel Gamma I HI plus 1 und ein Drittel Gamma I HI. Das heißt, wir haben das Gamma I mit einem ein Drittel HI und einem ein Drittel HI plus 1. Also ein Drittel HI und ein Drittel HI plus 1. Schreiben wir es gleich zusammen. Das ist hier HI plus HI plus 1 Gamma I. Und wenn ich es hier mit reinschreibe in die Klammer, wird es ein Sechstel kriegen. Es soll nur ein Drittel kriegen. Das heißt, hier hätten wir entsprechend zweimal diesen Ausdruck. Ja, was haben wir damit gezeigt? Wir haben damit gezeigt, dass die Gamma Is von einem tatsächlich existierenden kubischen Spline, also die Krümmung eines tatsächlich existierenden kubischen Splines, lösen das eindeutig lösbare Gleichungssystem, das wir entsprechend hatten. Also das heißt, die Gamma Is, damit gezeigt, für S in S Delta 3, S2-X0 gleich S2-XM lösen die Gamma-Is, also die zweiten Ableitungen an den Gitterpunkten, das eindeutig lösbare lineare Gleichungssystem. Wir haben nur eins in der Vorlesung heute, also ich nenne es einfach das LGS. Ich gehe jetzt nicht zurück und gebe dir noch ein Doppelsternchen. Sie wissen, welches ich meine. Das Einzige, was ich da in Matrix-Vektorform für die Gammas hingeschrieben habe. Ja, und damit ist also gezeigt, die Krümmung eines natürlichen kubischen Splines sind eindeutig durch seine Funktionsauswertung gegeben. Das heißt, wir haben die Eindeutigkeit schon mal so weit reduziert, wenn Sie einen kubischen Spline haben, der durch vorgegebene Punkte durchgeht, dann kann es keinen anderen kubischen Spline geben, der andere Krümmung hat in den inneren Punkten. Wenn wir zusätzlich noch wissen, dass es auch keinen anderen kubischen Spline geben kann, der andere Steigung hat in den Punkten, dann haben wir die Eindeutigkeit gezeigt, denn wir wissen, der kubische Spline ist durch seine Werte, Krümmung und Ableitung in allen Gitterpunkten eindeutig festgelegt. Also warum kann der ein anderer kubischer Spline nicht auch noch irgendwelche anderen Ableitungen besitzen? Nun, die sind aber ja ebenfalls ganz einfach festgelegt. Und wiederum Lemma 5.5b sagt ja, dass ich die entsprechenden, nein, nicht so ganz, Lemma 5.5b sind ja auch Formeln für die SI-Strichs mit drin. Und für die SI-Strichs ist die Frage, warum gelten die entsprechend noch? Also wie kriegen wir die SI-Strichs noch mit raus? Und das kriegen wir, ich schau mal, wie machen wir das am einfachsten? Ja, das kriegen wir am einfachsten dadurch raus, dass wir doch wieder Lemma 5.5b nehmen. Also wir nehmen uns aus Lemma 5.5b die erste Formel. Und Lemma 5.5b, die erste Formel, die sagt mir ja gerade, da steht das SI plus 1
Strich drin und ansonsten stehen da nur Gammas und SIs drin. Das heißt, wenn ich Lemma 5,5b die erste der beiden Formeln nehme mit i minus 1 statt i, dann kriege ich daraus eine explizite Formel raus für SI Strich. Dann wäre ja gerade SI Strich, das kriegen wir im Kopf aufgelöst, das wäre ja dann gerade SI plus 1 minus SI, also SI minus 1 geteilt durch HI und entsprechend die anderen Terme noch auf die andere Seite, minus 1 Drittel mit I minus 1 statt I, minus 1 Drittel Gamma I HI, durch ein HI haben wir geteilt, dann haben wir hier nur hoch 1 statt hoch 2, minus 1 Sechstel Gamma I minus 1 HI, das heißt, auf die Art und Weise sind dann auch die SI' eindeutig festgelegt und bei der, jetzt habe ich gerade, nee, das SI plus ein Strich habe ich auf die andere Seite gebracht, die andere nicht, das heißt, hier habe ich Plusse stehen. Das heißt, diese Dinge sind dann ebenfalls eindeutig festgelegt, sind dadurch ebenfalls eindeutig festgelegt. Ja, und das heißt, wenn wir einen kubischen Spline haben, dann gibt es zu dem kubischen Spline gibt's genau eine Möglichkeit, was er für Funktionsauswertung, Steigung und Krümmung hat in all den Gitterpunkten. Und das heißt, der kubische Spline ist eindeutig festgelegt aus seinen Funktionsauswertungen. Aus seinen Funktionsauswertungen können Sie die Krümmung ausrechnen und die Steigung ausrechnen. Und es kann keinen anderen kubischen Spline geben, der andere Krümmung oder andere Steigung hat. Das heißt, der kubische Spline, was damit gezeigt ist, ist, es gibt höchstens einen S in S Delta 3, das S von XI gleich SI und S2' von X0 gleich, hier fehlt Ihnen gleich 0, gleich 0. Gleich S2' von Xn erfüllt. Ja, denn aus dem kubischen Spline, aus den Funktionsauswertungen kriegen Sie die Krümmung und die Steigung rausberechnet. Das sind dann auch tatsächlich, wie wir gerade nachgerechnet haben, die Krümmung und die Steigung von Ihrem kubischen Spline und umgekehrt, der kubische Spline ist eindeutig festgelegt nach dieser Formel aus Lemma 5,5, wenn Sie seine Krümmung und seine Steigung kennen. Also was haben wir damit gezeigt? Jetzt müssten wir die Existenz noch zeigen. Die kann man auch rechnerisch zeigen, indem man wirklich nachrechnet. Wenn ich es auf die Art und Weise mache, kommt ein kubischer Spline raus. Ich kann mir das Ganze aber auch sparen, wenn ich benutze, dass Injektiv gleich Surjektiv ist für Gleichungssysteme, für Matrizen, für quadratische Matrizen. Was habe ich damit nämlich gerade gezeigt? Ich habe gezeigt, also ich weiß ja, mein kubischer Spline ist aus einem m plus 3 dimensionalen Vektorraum. Ich weiß also, ich habe m plus 3 Unbekannte. Wenn ich für meine linearen Gleichungen, dass ich entsprechend an den m plus 1 Punkten in Funktionsauswertung richtig sein soll und die zwei linearen Gleichungen, dass entsprechend die Ableitung ganz links und ganz rechts gleich 0 sein soll. Das heißt, ich habe m plus 3 Gleichungen mit m plus 3 Unbekannten. Was ich gerade gezeigt habe, ist, dass diese m plus 3 Gleichungen, linearen Gleichungen mit m plus 3 Unbekannten, dass die höchstens eine Lösung besitzen. Was ich damit aber auch gezeigt habe, da ich gleich viele Unbekannte wie Gleichungen habe, habe ich auch gezeigt, dass ich überhaupt eine Lösung besitze. Das heißt, die Existenz des Splines folgt aus der Eindeutigkeit, weil die Bedingungen an den Spline lineare Bedingungen sind und wir gleich viele Unbekannte wie Parameter haben. Das heißt, die Rechnung, um zu zeigen, also ich könnte jetzt, das würde auch durchgehen, Sie könnten jetzt mit dem Methode, die Sie haben, Sie könnten das jetzt vom Himmel fallen lassen, können sagen, ich definiere meine Gammas so, ich definiere meine SI' so, ich definiere dann abschnittsweise meine Funktion so und jetzt könnten Sie nachrechnen, das ist tatsächlich wieder ein kubischer Spline. Sie können sich es aber auch sparen, weil Sie an der Stelle benutzen können, Eindeutigkeit impliziert Existenz, wenn Sie gleich viele Gleichungen wie Unbekannte haben. Also es gibt höchstens ein S in S Delta 3, das diese Geschichte erfüllt. Und da aber außerdem die Dimension von S Delta 3 gleich n plus 3 ist und die Gleichung S von xi gleich SI, S2' von X0 gleich 0, gleich S2' Xm, da das m plus 3 lineare Gleichungen
sind, folgt aus Eindeutigkeit auch Existenz. Das heißt, wir haben nicht nur gezeigt, wenn es einen kubischen Spline gibt, dann erfüllen seine Krümmungen und seine Ableitungen entsprechend diese Bedingungen, sondern umgekehrt, es muss auch einen geben. Und das, wenn es einen gibt, erfüllt er diese Bedingungen. Das heißt, auf die Art und Weise kriegen Sie auch den kubischen Spline dann mit raus. Das heißt, damit haben wir ein praktisches Verfahren. Also wir sind erstmal sicher, es gibt diesen kubischen Spline, immer den natürlichen kubischen Spline. Für die anderen kann man es recht ähnlich zeigen. Da müssen Sie halt links und rechts etwas andere Bedingungen nehmen. Statt zweite Ableitung gleich 0 haben Sie zum Beispiel S0' und SM' noch mit vorgegeben oder Sie haben entsprechend die Bedingungen mit drin, dass Gamma 0 gleich Gamma M und S0' gleich SM' sein muss. Es gibt kleine Abweichungen im Beweis, aber das kriegen Sie alleine hin. Das macht nicht viel aus. Aber für den natürlichen kubischen Spline haben wir damit jetzt erstmal sauber gezeigt, es gibt tatsächlich genau einen natürlichen kubischen Spline. Das heißt, das können Sie verwenden in der Computergrafik. Der Anwender malt Ihnen ein paar Punkte hin und Sie legen entsprechend eine glatte Kurve auf die Art und Weise durch. Und der natürliche kubische Spline ist auch das, also wenn Sie keinen Grund haben, dass Sie in eine gewisse Richtung beginnen sollen, wenn sich das auch nicht periodisch wiederholen soll, dann ist der natürliche kubische Spline auch typischerweise das, was am natürlichsten aussieht, dass Sie nämlich, wenn Sie die Punkte per Hand verbinden würden, dann ist das, was Sie malen würden, typischerweise sehr, sehr nah dran an diesem natürlichen kubischen Spline. Sie würden starten ohne Krümmung, typischerweise, wenn Sie loslaufen, laufen Sie mit einer geraden Linie los, da fangen Sie nicht unbedingt nicht direkt gekrümmt an und Sie würden entsprechend enden mit einer geraden Linie im letzten Punkt, weil es gibt ja keinen Punkt dahinter, wo Sie schon mal anfangen müssten zu krümmen. Das heißt, das ist typischerweise das, was Sie auch per Hand zeichnen würden, wenn Sie diese Punkte miteinander verbinden würden. Und zum Abschluss der Vorlesung möchte ich Ihnen gerne noch ein Resultat vorstellen, denn also bisher habe ich nur anschaulich motiviert, das ist das, was Sie auch typischerweise malen würden, das ist das, was uns irgendwie optisch natürlich vorkommt, das ist natürlich nur eine rein empirische Geschichte, die meisten Leute sehen halt den Unterschied zwischen C2 und C3 nicht mehr, die meisten Leute empfinden das irgendwie als natürlich, wenn man da so durchläuft, aber warum unbedingt Polynome vom Grad 3? Dazwischen. Also ist das wirklich das, was ja da in einem gewissen Sinne, also ist das in einem gewissen Sinne optimal? Da kann man mathematisch sagen, warum diese Funktion gerade die ist, die uns so natürlich erscheint. Und das möchte ich Ihnen noch formulieren. Das ist nämlich Satz 5.7. Es gibt tatsächlich eine Eigenschaft, die dieser natürliche kubische Spline hat, die den auszeichnet. Wenn ich nämlich Punkte habe, ein Gamma i, ein Ypsilon i, nicht Gamma i, angenommen, ich habe irgendwelche Werte und ich suche eine Funktion, die da durchgeht. Also y ist in R gegeben, i gleich 0 bis m. Und jetzt könnte ich mir den kubischen Spline da durchmalen. Also ich kann mir sagen, sei S, wir haben gerade eindeutige Existenz gezeigt, S in S Delta 3 der natürliche kubische Spline durch meine Punkte yi auf dem vorgegebenen Gitter Delta. Ja, dann warum, also was macht den besser als andere Funktionen? Also welche anderen Funktionen könnte ich denn noch nehmen? Also C2 ist irgendwo natürlich, das kann man empirisch sehen oder das macht auch Sinn, vielleicht physikalisch zu sagen, das, was ich habe, das soll Ableitung und zweite Ableitung haben, Steigung und Krümmung, so das, was man geometrisch auch noch gut sehen kann in der Kurve. Aber ich könnte ja auch irgendeine andere C2-Funktion nehmen als stückweise ein Polynom vom Grad 3. Zu nehmen. Ich könnte ja auch stückweise irgendeine Sinus, Cosinus, irgendeine trigonometrische Funktion nehmen. Ich könnte stückweise Polynome vom Grad 5 nehmen und dafür noch irgendwas anderes zusätzlich fordern. Warum ausgerechnet diese Polynome vom Grad 3 dazwischen? Und da gibt es tatsächlich eine Eigenschaft, die das Ding besitzt, denn die ist, wenn ich irgendeine andere Funktion habe, die ebenfalls C2 ist, also sei f in C2 ab irgendeine Funktion, die ebenfalls die Interpolationsaufgabe erfüllt, also dass f von xi ebenfalls durch yi durchgeht, also irgendjemand anderes malt irgendeine andere C2-Funktion durch die Punkte durch, i gleich 0 bis m, dann hat mein kubischer Spline hat eine Besonderheit, mein kubischer Spline erfüllt nämlich das, die L2-Norm der zweiten Ableitung
die ist immer kleiner gleich der L2-Norm der zweiten Ableitung von jeder anderen Funktion. Und ich glaube, die Norm hatten wir noch nicht an der Tafel. Sie kennen sie wahrscheinlich aus der Analysis. Die L2-Norm von einer Funktion, die soll gerade sein. L2-Norm AB. Das Integral g von t zum Quadrat dt. Integral von A bis B hoch 1/2. Und ich glaube, ich habe sie noch nicht L2-Norm genannt, aber natürlich hatten wir sie schon in der Vorlesung. Das ist gerade die Norm, die zu dem Skalarprodukt gehört, was wir bei der Gauss-Quadratur entsprechend verwendet haben. Und physikalisch können Sie das interpretieren als das Integral über die Krümmung, ist also gerade die Gesamtkrümmung Ihrer Funktion. Und tatsächlich ist die Krümmungsenergie, wenn Sie so ein Spline nehmen, also eine gebogene Latte nehmen und Sie wollen das Ding krümmen, dann brauchen Sie dafür eine gewisse Energie, um das Ding zu krümmen. Also Sie haben eine gewisse Kraft, die Sie ausüben müssen, um da dran zu gehen. Und dann haben Sie also entsprechend diese Krümmungsenergie, die da drin steckt, die ist gerade dieses Integral über die zweite Ableitung und die wird gerade minimiert von dem kubischen Spline. Und das ist der Grund, warum uns das so natürlich vorkommt. Also wenn wir irgendein Objekt nehmen würden und würden das so durch ein paar Punkte durchbiegen, dass es entsprechend in den Punkten fixiert ist und sich an den Punkten, also es ist da kann es sich nicht verändern, dazwischen kann es einfach machen, was es will. Was wird das Ding dann machen? Naja, es wird, solange es noch irgendeinen Zustand gibt mit weniger Krümmungsenergie, wird es sich in den Zustand reinbiegen. Das heißt, es wird sich so verbiegen, wie es kann, sodass es insgesamt am wenigsten Krümmung hat. Und weil es gegen die Krümmung probiert zu arbeiten, aber eben an den Punkten nicht raus kann, und der Zustand mit der wenigsten Krümmung, das entspricht gerade dem natürlichen kubischen Spline. Ja, das möchte ich Ihnen in Anbetracht der Zeit nicht mehr beweisen. Ich habe im Skript, war mir nicht sicher, wie schnell ich heute durchkomme. Deswegen habe ich den Beweis noch sicherheitshalber im Skript. Der ist auch recht elementar. Es sind einfach nur Polynome und Integrale, die man damit ausrechnen muss. Das heißt, das ist was, wenn Sie Lust haben, gucken Sie sich das noch an. Ich möchte es mit einem Bildchen bewenden lassen. Also das bedeutet, wenn Sie Punkte haben und Sie suchen eine Funktion, die durch diese Punkte durchgeht, dann ist das, was uns als eine natürliche Verbindung der Punkte erscheinen würde, typischerweise das, was sich ergeben würde, wenn Sie irgendein biegsames Objekt durch diese Punkte legen würden. Und dann hätten wir hier zum Beispiel sowas in dieser Art. Das wäre zum Beispiel was, was wenig gekrümmt ist. Und der kubische Spline ist eben gerade diejenige Funktion mit minimaler Krümmung in diesem L2-Sinne. Das heißt, wenn Sie irgendeine andere Funktion durchlegen würden, die auch durch die Punkte durchgeht, dann könnten die ja zum Beispiel mal die so. Dann würden Sie sagen, diese grüne Verbindung der Punkte, die ist irgendwie unnatürlicher als die blaue Verbindung der Punkte. Und der Grund, warum man das typischerweise sagen würde, ist, dass die grüne Verbindung, die hat unnötig viel Krümmung mit drin. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten so eine Latte oder einen biegsamen Draht, den Sie entsprechend wie die grüne Linie durchbiegen würden und Sie würden das Ding loslassen, dann würde sich das entsprechend zurückbiegen und es würde am Ende gerade so aussehen wie die blaue Linie. Also wenn ich die grüne Linie loslassen würde, dann würde diese erste starke Krümmung, die würde gerade ein bisschen zurückgehen, halt gerade so weit, wie sie kann, damit sie immer noch durch die Punkte durchgeht und entsprechend hinten rechts diesen unnötigen Schlenker, den ich da in der grünen Linie gemacht habe, der wird sich ebenfalls von alleine zurückbiegen. Das heißt, da haben wir ein sehr nicht triviales Optimierungsproblem. Das ist erstmal ein sehr schwieriges Problem. Wie kriegt man diese L2-Norm auf dem Raum der C2-Funktion minimiert? Also haben wir einen unendlich dimensionalen Raum und möchten ein Optimierungsproblem in so einem unendlich dimensionalen Raum lösen. Aber die Lösung ist tatsächlich relativ einfach und explizit in dem Fall. Das sind nämlich einfach die natürlichen kubischen Splines, die da als Optimum rauskommen. Und vielleicht noch ganz zum Abschluss, mir fällt auch gerade, Sie sehen es noch, mein Tablet ist gerade ausgefallen, aber das macht nichts, dann machen wir den Rest mit Worten. Wir haben, was man typischerweise in der Praxis noch verwendet, sind nicht nur diese kubischen Splines, sondern man nimmt gerne noch gewisse Varianten von den kubischen Splines. Die kubischen Splines, die ich Ihnen präsentiert habe, die haben nämlich noch einen Nachteil, die sind sogenannt nicht lokal. Das bedeutet, wenn Sie einen Punkt ändern auf dem kubischen Spline, dann ändert sich Ihre komplette Kurve. Das passt zu dieser Krümmungsbedingung. Wenn Sie das Ding suchen mit der minimalen Krümmung und in Gedanken wieder Ihre gebogene Latte haben und Sie ändern die Latte an einem Punkt, dann ändern Sie an allen anderen Stellen die Latte mit. Das heißt, dann zieht sich die Latte über alle anderen Punkte auch dazwischen entsprechend anders hin.
Und das ist aber eine Eigenschaft, die man manchmal nicht haben mag. Gerade in der Computergrafik möchten Sie vielleicht in einem Teil von Ihrem Bild, in einem Teil von Ihrer Kurve, möchten Sie was ändern, ohne dass Sie den Rest der Kurve ändern. Und was man deswegen ebenfalls betrachtet, sind Varianten von Splines, die ja zusammengesetzt sind aus Funktionen, die einen kleinen Träger haben, die also gerade die Eigenschaft haben, wenn Sie in einem Funktionswert den Funktionenwert ändern, dann soll sich Ihr Spline auch nur in den umgebenden Intervallen oder in den umgebenden zwei Intervallen entsprechend verändern, damit Sie nicht, wenn Sie sich eine lange Kurve vorstellen, der Grafiker ändert an der einen Stelle was ab, dann soll sich vorne nicht irgendwas noch mit verändern. Also solche Varianten von Splines, die finden Sie gerade in der Computergrafik noch viel. Und was natürlich ein anderes Thema ist, was wir hier nicht betrachtet haben, ist, wie sieht es im Mehrdimensionalen aus? Es gibt die triviale Erweiterung. Eine Kurve im Dreidimensionalen können Sie leicht dadurch parametrisieren, dass Sie sagen, das sind einfach drei Funktionen, t abgebildet auf x, t abgebildet auf y, t abgebildet auf z. Ich möchte zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwo im Raum sein, irgendwo wieder im Raum sein. Dann habe ich einfach nur diese drei kubischen Splines, die ich berechne. Aber natürlich möchten Sie auch Flächenfunktionen berechnen. Das heißt, Sie möchten auch Flächen im Raum entsprechend interpolieren. Und dann muss man sich Erweiterung von dem überlegen, was wir hier gemacht haben. Ja, damit würde ich den fachlichen Teil der Vorlesung gerne abschließen und wir sehen uns nächsten Dienstag nochmal zur Fragestunde.